good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV als Video und herzlich willkommen zu meiner Team of the Season Prognose. Das Team of the Season ist in den Startlöchern. Ich nehme das hier gerade am Freitag auf. Wahrscheinlich kommt das Video Samstag. Und das Team of the Season kommt am Montag raus. 17.30 Uhr ist, glaube ich, die Weltfußballerwahl. Ronaldo, Messi oder Neuer, da gebe ich am Ende des Videos, falls ich das nicht vergesse, nochmal einen Tipp dazu ab. Aber erstmal wollen wir meine Mannschaft vorstellen, also die ich mir vorstellen kann. Das ist die Mannschaft des Team of the Years wert. Man kann natürlich den Spieler nehmen. Es sind alles, ja, wie man will, kann man alles Tipp abgeben, aber ja, ich denke mal, wir fangen einfach mal mit dem Torhüter an und das ist zu 100%ig klar, dass das Manuel Neuer vom FC Bayern München wert. Top 3 der Weltfußballer dieses Jahr, Welttorhüter geworden. Also das kann einfach nur Manuel Neuer werden. Hat auch einfach eine überragende Saison gespielt, vor allem die WM, die war auch richtig, richtig stark. Da hat er richtig geil gehalten für Deutschland, vor allem gegen Algerien oder in der letzten Minute gegen Frankreich, als er Karim Benzemas Schuss abwehrte mit einer Faust. Das war schon richtig geil, also er hat sich das zu 100% verdient. Er ist ein richtig geiler Torwart, er wird wahrscheinlich meiner Meinung nach eine Prognose bekommen von einer Wertung von 95. Seht ihr ja jetzt auch im Hintergrund, wie die Werte sind, die brauche ich jetzt nicht vorlesen. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum rechten Verteidiger. Das wird meiner Meinung nach Philipp Lahm, ebenfalls von Bayern München, ebenfalls ein Deutscher. Kann aber auch sein, dass er als ZM kommt, aber als Mittelfeldspieler, da meiner Meinung nach gibt es schon echt harte Konkurrenz. Rechtsverteidiger, ja, fällt mir jetzt keiner spontan so ein, der jetzt so überragend wie Lahm gespielt hat. Deswegen denke ich mal, Lahm wird als Rechtsverteidiger kommen. Sonst müsste ein Innenverteidiger auch die rechte Verteidigerposition, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, erzähle ich euch dann danach. Aber erstmal zu Philipp Lahm. Überragende Saison wie immer gespielt, einfach solide Leistung, immer gut gespielt. Also das ist echt ein Hammerspieler, Captain von Bayern München, Captain von Deutschland gewesen, also hat sich den WM-Titel höchst verdient, genauso wie der anderen Deutschen, war richtig geil. Aber zu Philipp Lahm wird wahrscheinlich eine Prognose, meiner Meinung nach eine Bewertung von, ja, 94 würde ich sagen, 93, 94, 95, vielleicht auch 92, ich weiß nicht so, ob das Rating jetzt so hoch geht, aber er wird schon echt krasse Werte haben. Als ZM meiner Meinung nach ist er nicht so gut, weil er so klein ist, aber als Rechtsverteidiger, wenn er als Rechtsverteidiger rauskommt, ist er einfach nur mega, mega gut. Gehen wir zum ersten Innenverteidiger, da gibt es wieder Meinungsverschiedenheiten, da kann man meiner Meinung nach, gibt es da 4 zur Auswahl. Ich habe mich für Jerome Boateng, ebenfalls von Bayern München, entschieden und ebenfalls ein Deutscher. Weil wie die anderen beiden, Manuel Neuer und Lahm, auch wieder über eine überragende Saison, wahrscheinlich die beste Saison in seiner Karriere bisher gespielt hat. Vor allem das WM-Finale gegen Argentinien, da war nur einfach richtig, richtig, richtig krass. Da war echt mega gut da hinten drin. Mann, gut, den hatten wir da hinten drin mit Mats Hummels. Das war echt eine Bomben-Innenverteidigung. Mats Hummels leider nicht so ein gutes Jahr gehabt, außer die WM. Da war auch richtig stark, aber leider bei Dortmund nicht so gut. Deswegen denke ich mal, er kommt nicht in das Team of the Year. Zu Boateng zurück. Boateng wird wahrscheinlich eine Bewertung von 92 bis 94 haben. Ich denke mal so 93, sage ich jetzt mal. Er hat so, meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie viel er als normale Karte schon als Tempo hat. Ich glaube 76 oder 77 und dann 84. Tempo ist schon richtig, richtig krank. Und ja, die Preise für die Verteidiger werden wahrscheinlich nicht hoch sein, außer vielleicht beim nächsten, der jetzt gleich kommt, den stelle ich euch jetzt vor. Sergio Ramos, der ist auch meiner Meinung nach zu 100%ig im Team of the Year drin. Hat das 1-1 geköpft gegen Atletico Madrid im Champions League Finale, sonst hätte Atletico Madrid gewonnen. Richtig starker Kopfball. Gegen Bayern München hat er im Halbfinale, war das glaube ich auch, 2 Dinger im Rückspiel gemacht per Kopf. Oder wenn nicht sogar 1 per Kopf, 1 per Fuß, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und sonst auch richtig, richtig starke Saison gespielt, außer die WM. Ja, es gibt halt Spieler hier im Team of the Year, die haben bei der WM richtig überzeugt. Zum Beispiel wie Jerome Boateng. Sergio Ramos war da nicht so gut, Spanien war allgemein
schlecht, würde ich jetzt so eiskalt sagen, haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Punkte die so geholt haben. Ich glaube sogar 0 oder so. Niederlande verloren. Das zweite Spiel haben sie, glaube ich, doch, das zweite Spiel haben sie gewonnen, glaube ich. Ah, weiß jetzt nicht mehr, hat jetzt auch nicht zur Sache, nämlich zu Sergio Ramos. Ja, wird auch, glaube ich, die gleiche Bewertung von Boateng kommen, aber eher gesagt auch vielleicht ein, zwei Ratings höher, weil er war schon besser als Boateng. Also Ramos würde ich sagen, der kommt zu 100%. 87 Tempo als Prognose bei mir, das ist schon richtig, richtig krank. Und die Defensivwerte sind auch richtig, richtig stark. Linksverteidiger, nochmal kurz zu sagen, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil ich echt euch über die Spieler echt erzähle, warum ich die genommen habe. Linksverteidiger, meiner Meinung nach, gibt es da zwei zur Auswahl. Ist, glaube ich, eine, ja, ich würde mal sagen, 51% zu 49% Chance. Ich würde eher Alaba nehmen als Marcelo. Aber das ist. Da kann man auch Marcelo nehmen. Beide im Moment die beiden Linksverteidiger aus der Bundesliga und aus der Liga BBVA. Die beiden besten, würde ich sagen, mit Abstand. Die sind echt richtig, richtig stark. Beide auch offensiv sehr stark. Alaba spielt jetzt auch öfter, wenn er wieder fit ist, bei Bayern im Mittelfeld. Marcelo als Linksverteidiger auch sehr weit vorne. Hat auch gegen Atletico Madrid im Finale ein Tor gemacht. Aber Alaba, würde ich sagen, hat das ein bisschen mehr verdient. Letztes Jahr hat er nicht gewonnen, da war ja Dani Alves im Team of the Year, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Deswegen denke ich auch wieder, dass Marcelo kommen wird, nicht Alaba, keine Ahnung warum, aber ich hoffe einfach, dass Alabas Wert hat ein bisschen mehr meiner Meinung nach verdient, aber das ist meine Meinung halt. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das gestalten würdet, das Team of the Year. Alaba, 87 Prognose ist echt schon richtig krasses Rating, könnte man auch im Sturm stellen. Also richtig krasse Karten werden da kommen am Montag. Jetzt gehen wir rein ins Mittelfeld. Das ist auch eine schwierige Sache, wer da kommt. Also da habe ich mich erstmal für drei Spieler entschieden. Zu einem Di Maria, Toni Kroos und Luka Modric. Zwei von Real. Einer von, na eher gesagt, drei von Real. Der eine ist ja erst gerade eben gewechselt, würde ich jetzt mal sagen, in der neuen Saison. Di Maria zu Menu. Deswegen fast komplettes Real Madrid-Team wäre Di Maria bei Real Madrid geblieben. Kroos wurde ja auch irgendwie vor ein paar Tagen zum deutschen Fußballer-Feldspieler oder irgendwie so gewählt des Jahres. Auch mit Abstand richtig krasse WM gespielt. Und bei Real Madrid blüht er auch richtig auf. Also richtig stark, was er da spielt in Real Madrid. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich jetzt so gleich durchsetzt. Aber ich glaube, Luka Modric ist auch momentan verletzt, soweit ich weiß. Aber ich würde sagen, Kroos hat das sogar ein bisschen mehr verdient als Modric. Obwohl ich denke, dass Modric ein höheres Rating bekommt, wenn er rauskommt. Weil er ja so auch zwei Ratings höher hat. Zu Modric dennoch, ja. Auch super. Na, WM kann man nicht sagen, aber einfach super Saison gespielt. Ist ja klar, sonst würden die auch nicht ins Team of the Year kommen. Und zu Di Maria. Real Madrid krass gespielt. Bei der WM war er auch stark. Leider nicht im Finale gegeben. Dabei gewesen. Naja, was heißt leider, vielleicht hätte Deutschland ja dann verloren, dann wäre es nicht so geil gewesen. Aber auch sehr stark gespielt und bei Manchester United ist er auch Leistungsträger, ich würde sogar sagen, bester Spieler von allen. Und der ja, war ja einen Augenblick verletzt, ein paar Wochen glaube ich, deswegen, ja, wenn man Menus Position anguckt, ich weiß ja nicht, welcher Platz sie momentan sind, aber am Anfang der Saison haben die zwar nicht wirklich gut gespielt, aber da war Di Maria trotzdem immer einer der Besten. Also er hat es auch verdient, die drei Spieler haben es auch verdient, aber meiner Meinung nach hat es auch ein Vierter verdient. Der kommt nämlich jetzt, das ist Yaya Touré von Manchester City. Meiner Meinung nach ist das vielleicht, ja, ich würde ihn sogar vielleicht eher statt Modric nehmen. Aber das ist auch wieder gesagt, meine Meinung. Also ich würde Modric nicht, Modric würde ich aussagen, sondern Toni Kroos, Di Maria und Yaya Touré in das Mittelfeld stehen, weil Yaya Touré hat jede Saison einfach überragend gespielt. Wieder diese Saison auch sehr starke Tore gemacht. Freistoßtore, Traumtore. Und eine Prognose wird er meiner Meinung nach von 93, wenn er rauskommt, bekommen. Hat ja jetzt schon ein krasses Rating und krasse Werte. Und dann noch eine Team of the Year Karte. Das wäre echt schon krass. Nochmal kurz zu Di Maria, Kroos und Modric. Ich denke mal, Kroos bekommt die niedrigste Wertung, weil er ja auch als normale Karte die niedrigste Wertung hat, deswegen denke ich mal so 90, 91. Die Maria Modric, denke ich so 92, 93 und Yaya Touré auch 92, 93. Aber im Mittelfeld würde ich, wie gesagt, die Maria Kroos und Yaya Touré hinstellen.
würde ich es auswählen. Wie gesagt, ist meine Meinung. Und ja, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie euer Team of the Year aussehen würde. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also könnt ihr ruhig machen und dann kommt man in Angriff. Und da ist ja schon klar, es muss zwei Spieler da drin sein, weil die auch zur Top 3 der Weltfußballer gehören im Moment zur Auswahl. Das zu einem Cristiano Ronaldo, zu ihm braucht man nicht sagen, einfach überragender Spieler. Ja, keine Ahnung, was soll man zu ihm sagen? Ich kenne seine Statistiken nicht, aber ich weiß, ich glaube, er hat mehr Tore geschossen, als er Spiele absolviert hat. Also das ist echt schon richtig krank. Und der nächste ist halt Lionel Messi. Ja, genau das kann man, glaube ich, genau das gleiche sagen zu Ronaldo. Einfach überragende Spieler. Messi fühlt sich halt im Moment, glaube ich, bei Barcelona nicht so wohl. Mal sehen, ob er wechseln wird. Wäre schon krass, wenn er zum Beispiel zu Chelsea wechseln würde für 200 Millionen oder so. Das wäre echt schon krass. Aber Ronaldo und Messi sind so hundertprozentig schon drin. Und ich denke mal, die werden auch beide das gleiche Rating bekommen. Von 98. Beide wahrscheinlich. Messi hat wahrscheinlich als Stürmer rausgekommen. Ronaldo als linker Flügel. Also da bin ich echt gespannt, wie viel die kosten werden. Wenn nicht sogar bis 15 Millionen. Bis zum Höchstgebot. Das wäre echt schon krass. Hab schon richtig Bock drauf, das zu beobachten. Und wenn wir so ein Team werden, das wäre einfach nur pure Eskalation. Und als letzter Spieler würde ich, da gibt es auch viele Hater, weil er ja manchmal eine Schwalbe macht oder so, Arjen Robben würde ich nehmen. Ja. Bei der WM hat er einfach geglänzt, einfach eine überragende Leistung gegen Spanien abgeliefert, hat einfach Spanien, würdest du sagen, wahrscheinlich, ja, zweiter Hälfte auseinandergenommen, fast alleine. Also das war echt schon krank, was er da absolviert hat. Und in der Saison bei Bayern, ja, meiner Meinung nach genauso gut, deswegen hat er es auch verdient. Zlatan Ibrahimovic, ja, da hat Robben meiner Meinung nach ist ein bisschen mehr verdient. Zlatan Ibrahimovic war ja letztes Mal im Team of the Year drin. Und ja, das war's. Ich gehe nochmal von Anfang an durch. Neuer, Lahm, Boateng, Ramos, Alaba, Modric. Ne, Modric würde ich nicht nehmen. Sorry. Yaya Touré, Di Maria, Kroos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi selbstverständlich und Arjen Robben im Sturm. Also die drei im Sturm, Ronaldo, Messi und Robben. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Wie gesagt, Modric, Yaya Touré, ist mir eigentlich relativ egal, beide sehr geile Spieler. Und ich würde eher Robben nehmen, anstatt Zlatan Ibrahimovic. Ist wie gesagt meine Meinung. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.